So, da wären wir wieder bei The Legend of Zelda The Spirit Tracks. Natürlich, wie gesagt, schon fangen wir von vorne an. Ja, diesmal keine verbuggte Musik. Aber ein nicht getrennter Bildschirm, was diese Szene ein bisschen komisch aussehen lässt. Obwohl, naja, geht ja eigentlich. Auf jeden Fall könnte man das jetzt überspringen. Mikrofon müsste klappen. Müsste, wie gesagt. Eine Datei wird erstellt. Ja, dann erstellen wir. Gut, von Anfang an. Ja, warum kennst du meinen Namen schon? Keine Ahnung. Ja, ich möchte diesen Namen verwenden. Ich bin rechts. Ja, ich verrechte meine rechte Hand. Verwächte? Habe ich eben ähnlich verwächte gesagt? Ich meine natürlich verwenden. Oh Gott. Okay. Ich hoffe mal, dass das dann funktionieren wird mit dem Mikrofon. Ich habe es irgendwann mal ausprobiert gehabt. Das müsste jetzt klappen. Hoffe ich doch. Vor langer Zeit, als dieses Land besiedelt wurde. Zack. Da herrschten die Götter und alles war friedlich. Doch irgendwann endete diese Idylle. Natürlich, alles ändert sich. Der Dämonenkönig suchte das Land heim. Och, Dämonen. Doch die Götter stellten sich ihm entgegen, was so total logisch ist. Der Kampf schien eine Ewigkeit zu dauern. Nur ungefähr 10.000 realen Jahre. Endlich, endlich siegten die Götter. War ja auch nicht anders zu erwarten. Doch dieser Sieg hatte sie viel Kraft gekostet. 10.000 Götter gegen einen Dämon. Mit letzter Kraft banden sie den Dämonenkönig. Sie errichteten einen Turm und schlossen ihn dort ein. Seine Ketten durchziehen das ganze Land. Im Ernst? Danach kehrten die Götter in ihre Welt zurück. Wenn wir jetzt auf unserer Erde eine Kette durch das ganze Land ziehen würden, das wäre schon übertrieben, oder? Und sie überließen dieses Land uns. Und was machen wir damit? Wir zerstören es. Wir begehen Sünden eine nach der anderen. Haben eine Scheißpolitik und Züge. Und was denkst du? Beeindruckend, oder? A-Knopf. Ah. Das Dumme ist, ich muss mit dem A-Knopf drücken, um Text zu skippen, während ich mit der Maus den Touchpen halte. Okay. Ich kann doch drücken, oder? Der große Kampf zwischen den Göttern und Dämonen. Dieses Meisterwerk führe ich nur einmal im Jahr auf. Oh, was für eine Ehre. Was schläfst du etwa, Henny? Ja, sorry, Götter und so langweilen mich. Außerdem bin ich dazu geschaffen, die geborene Lokführer zu sein. Also wirklich. Da kannst du meine Werke schon kostenlos sehen. Und was machst du? Ich werde nicht jünger. Das wird mein Vermächtnis. Du könntest ruhig etwas mehr Interesse zeigen. Und ich sehe immer noch, dass ich diesen scheiß Bug mit dem Emulator habe, den ich jetzt benutze, weil ihr seht, hier unten ist was abgeschnitten, was ich nicht so toll finde. Ja. Muss mal noch gucken, wie ich das regle. Auf jeden Fall im ersten Part wird jetzt es noch so sein. Hörst du mir überhaupt zu, Henny? Wie? Klar, wie? Nun, das habe ich mir gedacht. Entschuldigung, wie gesagt, geborener Lokführer. Oh, dein Ausbilder ist hier. Komm nur rein, Ferro. Lang nicht gesehen. Ein Riese. Obwohl wir das ja alle schon kennen sollen. Na, steckst du also? Was? Schläfst du etwa, Henny? Ja? Was? Wach auf, Henny. Ich glaube, so falle ich in Ohnmacht und penne weiter. Los, mach weiter, ich will pennen. Heute ist ein wichtiger Tag. Das weißt du doch, oder?
Hä? Was? Hä? Was? Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Was würde ich in so einer Situation sagen? Hä? Jedenfalls mehr als was, eigentlich würde ich was anderes sagen, aber egal. Es ist doch wohl nicht zu fassen, du halbe Portion. Ja, was kann ich dafür? Du schüttelst uns, dass wir nicht klar denken können und dann erwartest du eine klare Antwort. Wir müssen heute zum Schloss. Da sollst du zum Lokführer ernannt werden. Und zwar von Prinzessin Zelda persönlich. Ach so. Ich warte am Bahnhof. Ich hoffe, du findest ihn. Ach, das ist heute Mittag. Ach, total nicht wichtig. Schlafmütze, ich will dich nicht suchen müssen. Der Bahnhof ist einfach den Weg entlang, alles klar. Nö. Welcher Weg? Ich sehe keinen. Entschuldige die Störung, Nico. Nico ist der alte Mann. Kein Problem, wir sind halt verpeilt. Passt doch. Heute triffst du also unsere Prinzessin und wirst ein richtiger Lokführer. Das ist eine große Ehre, deswegen darfst du nicht zu spät kommen. Ach was, penn noch eine Runde, dann können wir los. Also mach dich schnell auf den Weg zum Schloss. Berühre einfach die Richtung, in die du dich bewegen möchtest. Durch Berühren kannst du auch mit Leuten reden oder Dinge aufheben. Notiz. Da ist der Bahnhof! Da! Da! Das war ein bisschen viel, aber okay. Ach ja, stimmt ja. Ich habe nach unten gedrückt, dann war das die Karte, die ich gemacht habe, aus Versehen. Ah, mich stört das irgendwie ein bisschen. Was habe ich da fabriziert? So, was war mit dem Links? Links passiert nichts. Rechts? Speichern, sammeln Karte? Weiß nicht. Kann ich nicht lesen. Und oben? Keine Ahnung. Aha! Oh, nur Herz. Nur ein Herz? Sag mal, bist du pleite? Und da klingelt's gerade bei mir. Frage ist es nur, wer es ist. Egal, das Dumme ist, wenn ich da nicht zu weit runter kann, dann ist es doof, von wegen, Ach, ich muss noch gucken, wie ich das mit dem Emulator mache. So, wie hieß das jetzt? Pralogia? Ich habe nicht gelesen. Kann sein, dass sich das etwas langsam bewegt, was ich nicht finde, aber irgendwie doch so vorkommt. Felsen! Felsen, die konnten wir doch auch irgendwie zerstören, oder? Felsen. Oder nee, das ging doch erst später, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Gucken wir uns nochmal an, was hier steht. Nico und Henny. Wow, ich wohne bei meinem Großvater. Hier ist nichts. Alles klar. War hier ehrlich nichts mehr? Tralalalala. Felsen, hier seid ihr Felsen. Ja, ich tipp dich an. Willst mit mir reden, was? Genau, Henny, um mit Leuten zu sprechen, musst du sie antippen. Wow, wo du gerade hier bist, ich kann wegen der Steine nicht in mein Haus. Das war sicher mein Bruder. Hilfst du mir, sie wegzuräumen? Um ihn hochzuheben, musst du ihn nur antippen. Dann tippe einfach in die gewünschte Richtung, um ihn dorthin zu werfen. Kinderleicht, oder? Wenn man bedenkt, dass das eine Masse von mehreren 100 Kilo sind, wir sind lenk, wir schaffen alles. Finden dabei sogar noch Geld. Ich glaube, er hat die Steine da absichtlich hingetan, um ein bisschen Geld zu verstecken. Oder Herzen. Aber, naja, er hat nicht mit uns gerechnet. Wir klauen es natürlich. So, Geld. Oh, Dreck. Okay, nein, wir gehen noch nicht zum Bahnhof. Wie letztes Mal auch. Was ist hier drin? Hier wohnt Ferro. Inwiefern ist dieses Ding wichtig? Ein Stempel! Oh, du hast kein Stempelbuch. Wow. Muss ich ehrlich irgendwann hier zurück. Los, Stein Nummer 1. Stein Nummer 2. Boah, da war wenigstens noch was drin. 10 Rubine. Ne, mit dir reden wir nicht. Eigentlich wollte ich das machen und wegrennen. Aber irgendwie habe ich entweder den Typ angesprochen oder er hat automatisch mit mir geredet. Toll gemacht, Henny. Verbiegen kannst du höchstens schnell weglaufen oder ins Wasser springen. Und er haut ab. Und die Bienen greifen mich gar nicht an.
Ab ins Ferros Haus. Oder wir rennen einfach zum Bahnhof. Geil, die folgen mir jetzt überall hin, ey. Du bist spät dran. Wo bleibst du denn nur, Henny? Entschuldigung, du siehst doch, was für Probleme ich hier habe, oder? Ja, ja. Bienen. Ey, wenn die mir jetzt ehrlich die ganze Zeit entfolgen und da bleiben und nicht weggehen wollen, weil Bug und Glitch und so, dann lache ich mich tot. Und er hat gesagt, dann sterbe ich erstmal einmal. Oh Gott. Geht klar, geht klar. Übrigens ist das jetzt mein Wochenendprojekt, hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen. Deswegen werden die Parts länger und ich lade nur ein Part davon hoch. Oder soll ich doch getan zwei Wochen auf einmal oder soll ich ein Wochenprojekt auch noch durchlaufen? Ich weiß es nicht. Nein. Scheiß Bienen. Verstehst du, wie wichtig der heutige Tag ist? Und eine Bienenkolonie mit anzuziehen ist nicht gerade sinnvoll. Nur Prinzessin Zelda kann dich zum Lokführer nennen und nicht diese verdammten Bienen. Wenn sie es erlaubt, darfst du endlich selbstständig Lok fahren. Oder willst du lieber Züchter werden? Die Bienen, die sehen nämlich nicht gerade besonders nett aus. Solltest dich schämen, Bienen zu ärgern. Jetzt wird's aber höchste Eisenbahn. Flachwitz! Zum Schloss, los! Warte, Bienen! Sehr gut, dann auf zum Schloss. Ach ja, heute fährst du uns. Das ist deine Abschlussprüfung. Aber keine Bange, du machst das schon. Bringe uns innerhalb von 5 Minuten zum Schloss. Unser Startpunkt ist hier. Prologia. Haha, Prolog. Unser Ziel ist das Schloss. Befindet sich dort. Es sind noch andere Züge unterwegs, also achte auf die Strecke. Wenn ich hier bin und sehe, dass da ein Zug ist, sehe ich trotzdem schon, dass der Zug da ist. Aber von hier aus sehe ich es logischerweise, praktischerweise nicht, dass der Zug da ist. Erst wenn er hier ist, aber dann, wenn ich hier bin, dann gibt's Crash. Also unlogisch. Für deine Prüfung befahren wir nur die dunkle markierte Strecke. Und zwar nur die. Was passiert, wenn ich... Deswegen ist hier alles abgegrenzt, oder? Och Mann... Soweit alles klar? Jo, eigentlich. Das wollte ich hören. Auf dem Weg erkläre ich dir nochmal alles. Och, bitte nicht. Muss ich mir diese verdammte Tutorial nochmal ansehen. Bienen, folgt ihr uns auch schön? Nein, tipp ich mal. Wir nehmen Abschied von Bienen. Theoretisch könnten sie uns noch locker weiterverfolgen, aber ne? Ne. Tschüss, Bienen. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder an die scheiß Zugfahrt gewöhnen. Wir geben nur ein bisschen sehr viel mehr Gas. Und da kommt uns gleich einer entgegen, Fragezeichen. Ich denke, es kann nicht schaden, die Bedienung der Lok nochmal durchzugehen. Nein, doch, kann es schaden. Schalthebel berühren können wir entweder sehr schnell sein, normal fahren, pausieren oder rückwärts fahren. Ja, eine Lok kann rückwärts fahren. Ja. Und damit kann man auch bremsen. Aua, warum tut mein Arm weh? Das hier ist das Seil für die Dampfpfeife. Berühre es und ziehe es nach unten, um ein Signal zu geben. Berühre die Ränder des Bildschirms, um dir die Umgebung anzusehen. Klar. Ich bin schon mit dem Schalthebel auf. Wie den Rand berühren, um Karte umgeben. Ach so. Ist das nicht schön? Schöne Landschaft und unsere... Moment, was sehe ich denn da? Total schicke Landschaft! Da sind komische Bäume. Nee, das sah nur so aus, weil von Seite. Hallo Schwein. Naja. Wächter, ihr Tauben. Das bekommt euch nicht gut, wenn ich euch überfahre, weil ich Leben und Geschwindigkeit verliere. Das Dumme ist, das dauert jetzt eine Weile. Ja, definitiv. Das war die Sache an diesem Projekt. Da steht ein Tier im Weg. Dampfpfeife!
Haha. Wir machen einen Zwischenstopp hier, oder? Kann sein, dass es gerade wirklich irgendwie leckt. Ja, eine Sekunde geht nicht so lang. Sieh mal nach vorn, da ist eine Weiche. Ja, ich hab's schon umgestellt, weil wenn wir jetzt geradeaus, würden wir da, aber ja, wir sehen es von hier aus noch nicht. Ja, nach rechts oder links, um Weiche zu stellen. Auf der Karte ist ein Gleisnetz eingeordnet, das hilft beim Weichenstellen. Jawohl. Natürlich haben wir es verstanden. Da sind noch andere Züge unterwegs. Ja, wir sollen oben gucken, ob da nicht einer ist. Ich will aber gerne einen Crash veranstalten. Ist das so schlimm? Ja, voll unlogisch, dass man von hier aus Weichen stellen kann. Wir sehen jetzt den Zug immer noch nicht und jetzt gehen wir schon. Das ist trotzdem so ein bisschen sehr unlogisch. Aber wir... Och, immer. Ich glaube, hier müssen wir sowieso noch mal hin. Also müssen wir nicht wirklich zwangsweise einen Zwischenstopp einlegen. Mal gucken, was passiert, wenn wir da einfach vorbeifahren. Okay, passt. Machen wir eben halt keinen Zwischenstopp. Hallo Taube da oben. Oder sind das Möwen? Oh Gott, Möwen in der Luft kann ich nicht beeinflussen. Finde ich irgendwie schade. Nein, wir brauchen gleich noch einen Crash. Nein. Nein. Wehe, der Typ da oben ist nicht schneller als wir oder wir schneller als er. Das ist mies. Nein, ich bremse nicht ab und wie das Tutorial sagt es mir. Locker muss ich da lang. Wenn ich in die andere Richtung gehe, dann gibt's Crash. Ne? Ja, ich gehe zuerst hier lang. Und der da oben geht auch hoffentlich hier lang. Ansonsten rennen wir beide in einer. Ich habe keinen Bock, noch eine Runde zu drehen. Oh Gott. Natürlich nicht nochmal eine Runde drehen. Das wäre etwas kontraproduktiv. Oh, vielen Dank, dass du da hinfährst. Können wir nicht noch einen Gang hochstellen? Finde ich schade. Jetzt sind wir gleich schon 1,5 Minuten am Zug fahren. Exklusive Tutorial. Also die ganze Sequenz von wegen, ach das und bla und hier und jenes welches. Und aus irgendeinem verdammten Kackgrund habe ich gerade kein Internet mehr. Wieso ist bei meinem WLAN ein Kreuz? Wieso? Wieso, verdammter Laptop? Das heißt, hier wirklich keine Verbindung? Tatsache, klicke ich drauf, dann hat er wieder. What the fuck? Oh, Weiche stellen. Sollte ich auch mal machen, ja. Wie, du gehst da oben lang. Muss ich ja schneller sein. Und wenn ich dann... Ha! Gut. Ich bezahle keinen Cent, was deine Lok betrifft. Ich wette, ich sollte hier lang, aber... Nee. Keine Chance. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich hier lang gefahren bin, nämlich langsamer war und dann hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Dann hätten wir erst dieses Problem nicht. Also das war, keine Ahnung, der hier, keine Ahnung. Und zweitens hätten wir, oh, Szene, das Problem nicht. Von wegen, oh, wir müssen hier lang, dauert viel länger. Heute hat man wieder einen tollen Blick auf den Turm der Götter. Götterspeise, sehr lecker, solltest du auch mal probieren. Ja, direkt neben dem Schloss. Zieh den Schalthebel nach unten und versuche am Bahnsteig zu halten. Nein, noch fahren wir nicht langsam, sonst gibt es einen Crash mit da vorne. Da sieht man schon. Ja, komm noch ein bisschen. Ach so, ich musste auf Pause. Ich habe schon gefragt.
Ja, das habe ich selbst gesagt, aber verpasst. Gut gemacht, du hast bestanden. Aber beinahe einen Unfall gebaut. Jetzt mal ehrlich. Hyrule Stadt. Ich glaube, letztes Mal habe ich hier den Part vor den Briefkasten geändert. Ich will immer noch die Truhe und die da, aber kommt man anscheinend noch nicht hin. So, da wären wir. Hyrule Stadt. Nicht Stadt Hyrule. Das war nicht schlecht, Kleiner. Du hast das Zeug zum Richt... zu einem Richt... Schluck auf... richtigen Lokführer. Jetzt wird es Zeit für deine Zeremonie. Das Schloss ist nördlich von hier. Alles Gute. Ja, ich glaube, ich bin dafür, mit einem Leben jetzt, keine Ahnung, was zu machen. Aber, die Parts doch normal lang zu halten und dafür Mega Man Star Force erstmal abzuschließen. Ich habe nämlich sehr viel, was ich dann noch abschließen müsste. Und es wäre nicht schlecht, wenn ich dann die ganzen Nebendinger am Wochenende machen würde. Und parallel finde ich es nicht gut, so viel zu machen, deswegen... Ah, endlich wieder voll geheilt. Würde ich sagen, hier in der Stadt hat man sich schon umgeguckt. Wenn nicht, dann schaut es euch nochmal an. Ansonsten, jetzt noch die Sache mit dem Briefkasten. Hallo Postbote! Was machst du da für komische Bewegungen? Das sieht komisch aus. Hallo, wie geht es dir? Ich bin hier, um deine Post zuzustellen. Jawohl, der Postbote lebt für die Eilpost. Dein Name ist... Hab ihn doch hier. Du bist Henny, richtig? Ich bin sicher, dass ich schon bald Post für dich haben werde. Ach ja, es gibt neue Richtlinien zum Schutz des Postgeheimnisses. Ich darf alles lesen. Das heißt, Briefe werden nicht mehr vorgelesen, sondern nur ausgeliefert. Genau das Gegenteil. Ich darf es nämlich nicht lesen. Ich habe natürlich nicht reingeguckt. Bitte sehr. Du hast deinen Brief vom Briefträger erhalten. Der heilige Brief erleuchtet so schön mit Briefmarke und was weiß ich. Zieh ihn da gleich in deiner Sammlung an. Gut, ich habe die Post bei dir abgeliefert. Meine Arbeit hier ist getan. Man sieht sich und ich laufe immer so gerne so komisch, weil komisch cool ist. Ich weiß nicht, was mit meinem Hören fehlt. Gut. Sammlung. Brief. Postmeister. An Henny, ab heute gilt unser neues Postsystem. Wenn du einen Brief liest, hat mein Postbote seine Arbeit gemacht. Sei nett zu meinem Postboten, er ist ein guter Junge. Wenn es etwas Neues gibt, melde ich mich. Der Postmeister. Du solltest Lauftraining veranstalten für deinen Arbeiter. Gut, ich kenne mich hier schon gar nicht mehr aus. Komisch. Egal. Und damit würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Part. Und ich würde sagen, bis dahin viel Spaß und tschüss.